Willkommen zurück zu The Evil Within, Leute, hier im Spind und ich verlasse es mal wieder jetzt. Ich habe keine Ahnung. Der ist hier 100 Pro und macht mir gleich den Gar aus, der Typ. Okay. Okay, geh. Weiß nicht, was der da macht, aber vielleicht ist auch richtig. Er darf mich nicht sehen. Ja, das war mir fast klar. Jetzt schleicht er da nach hinten. Oh Gott. Aha. Das ist schön. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wenn er hier wieder reinkommt, dann sehen wir ihn wenigstens. Da ist er. Oh Gott. Okay, er ist da lang gegangen. Wir verlassen das mal. Ich schleiche schnell rüber. Geh da runter, Alter. Geh unters Bett. Oh Gott. Hm? Kann der mal hier lang kommen, ey? Ist er jetzt hier drinne? Ihn doch nicht. Okay, jetzt wird's leiser. Okay, geh raus. Geh. Weiß nicht, was ich machen soll. Er ist direkt da. Er ist direkt hier. Scheiße. Scheiße. Okay, er geht. Oh, jetzt kommt er wieder, der Arsch. Nicht bewegen. Wir schleichen auch gleich wieder. Gar nicht da. Was ist das für ein komischer, kranker Kettensägenmörder, ey? Und der kommt auch immer wieder, egal was ich jetzt mache. Oh Gott, wie der auch immer hier so in diese Ecke guckt. Wie sollen wir den denn jetzt niemals umgehen? Und wieso kommt der nicht hier rein und guckt? Er soll mal gehen. Oh, ich habe jedes Mal Angst, ne? Weil wenn er so zurückkommt. Ich will nicht alles nochmal machen müssen. Wir sind so weit gekommen. Ich schaff das nicht. Komm, lauf mal. Oh Gott. Jetzt, das, ja, das war's. Alter. Ich dachte, ich versuch's einfach mal in der Sekunde, die wir haben. Aber es wäre viel besser gewesen, wäre er nochmal hinten rum immer gelaufen. Und dadurch, dass er da wirklich die ganze Zeit geblieben ist, keine Ahnung.
Okay, lauf. Lauf, 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 lauf. Er darf mich nicht sehen. Prima. Ein bisschen schneller als das letzte Mal sogar. Oh mein Gott. Voll der kranke Bastard, ey. Toll, schön. Ja, lass alles raus. Hab deinen Spaß. Hat er nicht auch mal Hunger oder muss auf Klo oder so? Kann der mal gehen? Das nächste Mal gehe ich gleich nach links. Ich gehe gar nicht erst nach rechts in die Ecke, wenn ich es schaffe. Oh, jetzt geh doch mal, Alter. Das kann doch nicht sein. Weiß der das, dass wir irgendwie hier in dem Raum sind oder so, weil er jetzt gar nicht mehr seine Runde dreht? Keine Ahnung. Geht er endlich mal? Der ist doch immer noch da. Das letzte Mal ist es ein bisschen leiser geworden. Ja, da ist er doch schon wieder. Dann war eiskalt jetzt wieder gestorben. So guckt er auch nicht mal unter die Betten. Wie doof ist der eigentlich? Wenn er so weit nach vorne geht, könnte man gut wieder raus, aber was bringt mir das? Der soll mal nach hinten rausgehen, dann kann ich da um die Ecke gehen. Waren das die Sekunden, die ich hätte nutzen sollen? Aber der ist doch so schnell wieder da, der sieht uns doch. So schnell kann der ja nicht laufen oder schleichen, was auch immer. Ja, dreh noch mal ein bisschen auf hier mit deiner Kettensäge. Zeig noch mal, was du drauf hast. Ich finde, die ist noch gar nicht groß genug, die Kettensäge. Da könnte man noch mal was wuppen. Splatter. Splatterman. Jetzt vielleicht? Oh Gott. Scheiße. Ja, super. Oh oh. Oh oh. Ja, das ist, schön. Das war mal wieder. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes scheiße. Manchmal ist Wegrennen die beste Strategie. Ja, in dem Fall habe ich keine Ahnung. Okay, lauf. Er darf ihn nicht entdecken. Er darf mich nicht sehen. War schon wieder knapp. Dieses Herzklopfen auch noch dabei. Ja, diese Sicht kennen wir ja mittlerweile schon.
kommt er gleich wieder rechts rum. Genau. Genau, genau. Jetzt geh mal nach links, du Typ. Wenn wir jetzt rauskommen, dann sieht er uns. Aber da bleibt ein paar Sekunden. Aber ob die Sekunden reichen, weiß ich nicht. Dann geht er dahin. Jetzt geh doch mal zurück. Sobald er jetzt nach links geht, gehe ich raus, weil was anderes kann ich nicht machen. Ja, jetzt geh doch mal. Wir könnten höchstens noch auf die andere Seite, aber das bringt es ja auch nicht, oder? Oder? Ich weiß gar nicht, ob man da sich verstecken kann. Ja, ja, geh. Geh. Yeah, wir haben es zum nächsten Bett geschafft. Sehr gut. Hat er uns? Oh Gott, hat er uns? Warum hat er uns? Warum? Wenn du dich nicht bewegst, regeneriert sich deine Gesundheit. Hätte ich nicht gucken dürfen? Ist das so, dass wenn man guckt, entdeckt wird? So, geh. Er darf mich nicht sehen. Kann man auch da hinten rum eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich will es irgendwie nicht ausprobieren. Den Weg kenne ich wenigstens schon. Oh Mann, jetzt dauert das wieder so ewig. Hallo. Ich bewege mich nicht. Ich habe davor Angst, dass ich mich jetzt bewege. Mal raus. Okay, hier hat er uns nicht entdeckt. Können wir uns hier verstecken? Geh da rein. Kannst du das? Genau. Vielleicht sehen wir ihn ja auch noch mal. Immerhin kann man sich ja eigentlich überall verstecken, aber wir kommen irgendwie nicht nach hinten. Sehr, sehr schwer. Ja, also das ist schön, dass ich das weiß, dass man das kann, aber eigentlich müssen wir hier weg. Das bringt uns auch nicht viel. Ich will nur, dass man ihn mal sieht, dass man weiß, wo er ist. Ich habe Angst vor dem. Okay, wo ist er? Ach, da. Ja, komm, dann. Hm? Das kennen wir schon. Jetzt wäre ein günstiger Anblick, da hinten wieder hinzugehen, aber ich weiß nicht. Brauche ich mich nicht. Wie aggressiv der Typ auch einfach mal ist. Okay, er hat uns entdeckt. Das war's mal wieder.
Jojo. Okay. Wir haben es weit geschafft, aber er weiß es. Ja. Komm. Lauf einfach. Lauf, 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 lauf. Oh, wir haben einen Kontrollpunkt sogar bekommen. Oh yeah! Obwohl er uns entdeckt hat. Kannst du da mal. Oh Gott. Oh Scheiße. Er ist ein bisschen langsam. Komm, lauf! Oh mein Gott. Fuck. Fuck, indem er uns entdeckt hat, aber wir haben es geschafft. Egal. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself. Jokes tied in the noose. Und da sind wir wieder. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Übrigens, die schwarzen Balken oben unten kann man auch ausstellen, wenn es euch stört. Kann man das auch wegmachen? Dann hat man vielleicht Vollbild, aber... Oh, oh, was passiert jetzt wieder? Oh, er kann ja wieder laufen. Er kann ja wieder laufen. Ja, laufen wir einfach. Was passiert da bitte? Hey, wo ist Joseph? Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Scheiße, wir können nicht mehr zurück. Thank you.
Ich hab den Sohn gekriegt. Verdammt, sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut, gut, gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Gut. Ein wenig weiter und alles wird gut. Gut, 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 gut. Fallen! Fallen! Kapitel 1. Überlebt. Spiel speichern. Oh ja, oh ja. Wir dürfen speichern. Neuer Speicherplatz. Gesamte Spielzeit 39 Minuten jetzt schon wieder. Schwierigkeiten. Okay. Gut, dann haben wir das jetzt gespeichert. Da freuen wir uns auf Kapitel 2, würde ich sagen, im nächsten Part von The Evil Within. Ich blicke hier noch gar nicht durch, aber ich finde die Grafik und diese Spielfilmart und das alles schon mal ziemlich cool und ziemlich spannend. Ich bin sehr gespannt, was hier noch weiter passiert und was sich das erklärt. Ich habe irgendwie gerade so ein bisschen die Vermutung, dass er das alles halluziniert. Also immer wenn er dieses Wesen sieht oder so, dann wird auf einmal alles so blutig und eklig, also so Silent Hill-mäßig in eine andere Welt. Nur dass es halt vielleicht nur ihm passiert oder ja. Während bei Silent Hill das ja eine extra, also dass es ja wirklich eine Welt gibt sozusagen, diese parallele Welt, in der auch verschiedene Leute sein können. Und in dem Fall habe ich so das Gefühl, es passiert nur ihm. Aber vielleicht ist es ja auch nur eine Theorie und vielleicht ändert sich das alles noch. Wir sehen uns im nächsten Part von The Evil Within. Bis dann.